Ausschreibung einer W2-Professur für Hochspannungstechnik. Hier ist meine Bewerbung. Neulich fand ich am schwarzen Brett folgende Jobausschreibung. Habe ich mir so angeschaut und gedacht, Ja, das könntest du ja auch mal machen. Und diese Ausschreibung hat mich getriggert. Und wenn ich getriggert werde, dann muss ich das audiovisuell künstlerisch umsetzen, um das zu verarbeiten. Denn wenn ich Glück habe, werden sich einige hundert Leute bis zu 30% dieses Video hier anschauen. Und das ist mehr, als ich alleine mir in meinem Kopf das immer überlegen muss. Das kriegt ja dann keiner mit. I think you'd have to conclude the whole purpose of public education throughout the world is to produce university professors. Ich kann jedem nur raten, macht einen Job, wo ihr mit vielen jungen Leuten zusammen seid. Dann bleibt ihr auch jung. Genau wie ich. Dieses Video hier steht unter dem Motto, wie ist ein guter Professor? Wie ist es eher suboptimal? Was könnte man verbessern? Und vielleicht liefert es auch Mehrwert für alle, die mitarbeiten. Mitarbeiter! Wie schafft man ein gutes Mitarbeiterverhältnis untereinander? Und wie schafft man gute Lehre und Forschung? Und wie schafft man überhaupt mal irgendwas? Schaffenskraft einer Professur. Und die Vorteile, die sich daraus ergeben im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Wir wollen damit als erster Forschungsfelder identifizieren und besetzen. Und wir wollen weltweit die besten Forscher damit an die RWTH Aachen holen. Der Beitrag der RWTH ist wirklich von allergrößter Relevanz und Wichtigkeit. Transformationsprozess. Auf YouTube, im Internet, in der Medienszene Internet gibt es einige Professoren, die contenttechnisch relativ bekannt sind. Darunter Professor Dr. Ingenieur Volker Quaschning von der HTU Berlin, Honorarprofessorin Dr. Maja Göpel von der Leuphana Universität Lüneburg. Ja. Professor Dr. Bruno Burger vom Fraunhofer ISE, Professor Dr. Claudia Kempfert vom DIW Berlin, einer meiner Lieblinge, Professor Dr. Martin Bonnet von der TH Köln, auch bekannt unter Welt der Werkstoffe. Da können Sie bitte mal in mein YouTube-Video schauen, Kapitel 1, Teil 4, Minute 5:23, ja? Und dann einer, mit dem ich so gar nichts anfangen kann, das ist Professor Dr. Christian Rieck von der Frankfurt University. Professor Dr. Sabine Rossenfelder ist eigentlich eine Deutsche, aber im englischsprachigen Raum sehr bekannt. I have created science without the gobbledygook after I became very dissatisfied with the science coverage in the traditional media. Und relativ neu in der Szene, Professor Mischka Lemeschko, so ein Russe, vom IST Austria. Bleib dran, weil viele Sachen ein bisschen anders in populärwissenschaftlichen Medien dargestellt werden, als sie eigentlich passieren. In meinem letzten Semester, 10. Semester, habe ich diesen Filmkurs gemacht und da durfte jeder einen Vorschlag machen, was für einen wissenschaftsjournalistischen Film er drehen will. Und ich habe mir das Thema Was macht überhaupt ein Professor und für wen ist das der richtige Karriereweg? Ausgesucht. Das hier ist das Skript, was ich mir damals überlegt habe. Und ich habe es auch damals schon sehr provokativ gestaltet. Wissen die Profs wirklich alles oder ist das alles eine Frage von gekonnt Kompetenz vortäuschen? Sehen Sie sich die Personen links und rechts neben sich an. Die werden im nächsten Semester nicht mehr da sein. Teil 1. Wenn man mich früher gefragt hätte, wie ist das Verhältnis einer Professur von Lehre zu Forschung, hätte ich gesagt 50-50. Wenn man mal weiter nachforscht, findet man oft folgendes Verhältnis. 90% Forschung und 10% Vorlesungen. Ich unterrichte 12 bis 14 Stunden pro Woche und begleite die Studierenden über 7 bis 8 Semester durch ihr Studium. Und ich sage, es ist alles wischiwaschi, weil es kommt immer darauf an. Es hängt natürlich davon ab, wo man arbeitet. Wie groß deine Professur ist, wie viele Mitarbeiter du hast, wie viele Veranstaltungen es an deinem Institut zu hören gibt. Und ich weiß nicht, wie das aktuell läuft. Aber ich habe die Vermutung, eine Universität ist ja eine Lehrinstitution. Aber heutzutage gibt es online ganz viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Und das wird hauptsächlich über Online-Kurse mit Videoinhalten gemacht, die man einmal aufnimmt und nur noch nach Bedarf aktualisiert und aufarbeitet oder ganz neu dreht. Ist das inzwischen so, dass die Professoren ihre Vorlesungen einmal aufnehmen und dann immer streamen? Herzlich willkommen zur Live-Schalte hier von unserem Versuch Baumannhammer. Und damit Sie mal sehen, was wir für einen Aufwand betreiben, dass Sie ja live mit dabei sein können, schalte ich mal gerade um. Auf die Rear Camera. Hier ist der Mitarbeiter, der Ihnen gleich den Versuch präsentieren wird. Hier ein weiterer Mitarbeiter, der das Ganze mit einer gyroskopisch ausgependelten Handykamera aufzeichnen wird. Hier natürlich die Hauptkamera. Und sowohl ich als auch alle anderen Mitarbeiter aus unserem Team sind natürlich für Sie die ganze Zeit da, um Fragen im Chat zu beantworten. Also, los geht's! Digitales Semester läuft bei mir. Ich hab's kaum gesehen. Wenn man sich das mal genau überlegt, spart man ja dadurch Zeit. Zeit für Wichtigeres, wie zum Beispiel Forschen. Aber forscht so ein Professor noch wirklich aktiv mit, so mit Aufbau, Messungen und Auswertung und all sowas? Kommt darauf an. Professorinnen und Professoren müssen eine Gruppe leiten, die aus Doktorandinnen, Postdoktorandinnen, Masterstudentinnen und so weiter besteht. Deswegen haben sie normalerweise nicht so viel Zeit, um überhaupt alles bis ins kleinste Detail selbst auszuarbeiten. Die Doktoranden und Postdoktoranden sind die Hauptarbeitskräfte jeder Forschungsgruppe. Aber ohne Professorinnen und Professoren geht es nicht, weil die sind genau die Leute, die das Gesamtbild entwickeln, das Konzept der Forschung entwickeln.
Meiner Beobachtung nach läuft es dann darauf hinaus, dass ein Professor eher so eine Art Organisator und Wegbereiter und Wegbegleiter für seine Mitarbeiter ist. Und dazu muss er in erster Linie gut mit Menschen können und gut ein Team leiten können und strukturiert und organisiert immer zur Stelle sein. Bei Professor Kischlein war das so, dass mich persönlich das beeindruckt hat, wie sehr sie die Würde des Menschen in den Mittelpunkt stellt. Auch bezogen auf Mitarbeiter und eben Studenten im Besonderen. Menschen begleiten und weiterbringen. Das ist eigentlich der Kern von unserem Job, der diesen Job auch so interessant macht. Ich habe früher sehr allergisch darauf reagiert, wenn ich mitbekommen habe, dass ein Professor seine Vorlesungen nicht mehr selbst hält, sondern die von seinen Assistenten halten lässt. Das fand ich damals nur okay, wenn der Professor so schlecht war, dass der Assistent das 1000-mal besser gemacht hat. Herzlich willkommen zur ersten Vorlesungsstunde in diesem Semester. Mein Mitarbeiter hat Ihnen eine Projektliste mitgebracht mit tollen Themen für dieses Semester. Sie tun sich bitte zu zweit zusammen, übernehmen ein Projekt. Und am Ende des Semesters stellen Sie sich gegenseitig die Projektthemen vor. Ja, nein, Fragen. Für Fragen ist mein Mitarbeiter das ganze Semester für Sie zur Verfügung. Ja? Ansonsten hätte ich gesagt, klar, Aufgabenfeld verfehlt, weil das ist doch total wichtig. Da kann er selber nochmal seinen Stoff ein bisschen immer wieder auffrischen, ist mehr im Thema drin und vor allen Dingen hat er da auch direkten Kontakt zu den Studenten. Das Spannende ist, dass junge Studierende die Welt ganz anders sehen. Und dieses andere Denken in ihre Entwürfe und in ihre Ideenfindung mit einbringen und man eigentlich auch als Professor sehr viel lernt. Also eigentlich lernen die Lehrenden und die Lernenden und das finde ich ganz spannend. Und mein Ehrgeiz liegt darin, Studenten für Themen zu begeistern. Und da kann der Professor auch immer wieder seine Präsentationstechnik üben. Und im Endeffekt läuft es dann darauf hinaus, Leute gut unterhalten und überzeugen zu können. Dass das total wichtig und zukunftsweisend ist, was er da macht. Studierende hier sind sehr gut zu begeistern, auch sehr gut ausgebildet. Also es ist immer eine große Freude, hier zusammenzuarbeiten. Thema Forschung. Was sollte meiner Meinung nach ein Professor da machen? Nicht nur anleiten, aber auch begleiten und immer zur Stelle sein und genau gucken, genau wissen, was es für Aufgaben gibt, wie die Aufgaben verteilt sind, welche Problemstellungen es gibt und wie man weiterhelfen kann. Und dann sollte er dafür sorgen, dass seine Mitarbeiter auch untereinander in Kontakt kommen und bleiben und miteinander arbeiten und nicht gegeneinander. Das ist ein sehr wichtiges und großes Thema. Ich finde, das ist so eine Art Tabuthema, was ich jetzt hier mal verarbeiten will. Was genau du jeden Tag und jede Woche machst, hängt von deinem Bereich ab. Forschungsergebnisse anzuschauen, die zum Beispiel Mitarbeiter hier erarbeitet haben oder auch andere Gruppen, die zu vergleichen, ja, zu verstehen, was Leute gemacht haben, wie man das sinnvoll weitertreiben kann. Okay, gehen wir jetzt mal die Ausschreibung und die Anforderungen durch. Thinking the Future, Zukunft denken. Also rein gestaltungstechnisch. Das hier ist die deutsche Ausschreibung, das hier ist die englische. Ist alles in einen Kasten eingerahmt und auf der rechten Seite haben wir einen viel dickeren Rand als auf der linken. Und es ist auf zwei Seiten, wobei auf der zweiten Seite jeweils so ein kleiner Fitzelresttext ist. Ganz ehrlich, ich hätte da den Rahmen ein bisschen weiter gezogen, damit das alles auf eine Seite passt. Das wäre auch kein Ding gewesen. Und hier hätte man noch so ein kleines Bildchen machen können, vielleicht vom Schnittler oder vom Ohm. Oder hier, so ein künstlerisch wertvolles Logo. Gefunden auf einer Aufgabensammlung von 1987. Rechts daneben ein Skript von 2012. Was ich alles habe, hä? Passend zum Thema. Dann sähe das Ganze viel professioneller und ansprechbarer aus. So ein knackiges We want you. So, das nur am Rande, jetzt beschäftigen wir uns mit dem Inhalt. Aber vor allem sind Sie davon begeistert, Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten an junge Menschen weiterzugeben. Und Sie möchten eine dynamische und wachsende Hochschule mitgestalten. Dann suchen wir genau Sie. Einsendeschluss ist der 15. Oktober 2021. Also falls du, zukünftiger Professor für Hochspannungstechnik, das hier siehst, wenn ich dieses Werbe-Image-Filmchen hier rechtzeitig hochlade, kannst du dich ja noch bewerben. Ich meine, was hast du zu verlieren? Wie viele Ausschreibungen wird es weltweit für Hochspannungsprofessoren in den nächsten 10 Jahren geben? 3? Als ich mich beworben habe, war ich 27, also ich war ziemlich jung und ich war an der Harvard-Universität und damals gab es vielleicht 5-7 Stellen weltweit in meinem Bereich der Physik. Bewerbungen bitte an Professor Dr. Uniprof Dr. Jens Reiner oben. Och, der ist ganz nett. Ich selbst hatte mal eine etwas surreale Begegnung mit ihm. Eine typisch Sophia-Begegnung. Er wird sich vermutlich nicht mehr erinnern, aber falls doch, freue ich mich. Es war vermutlich zu einer 5-Semester-Führung 2010. Da hat er das Institut gezeigt. Dann habe ich eine Frage gestellt, die da lautete, macht Ihnen Ihre Arbeit eigentlich Spaß? Und das war so ein typischer Sophia-Moment, weil er hat mich erstmal so angeguckt wie so ein Auto. Es kam mir vor wie eine Minute, aber nach einigen 10 Sekunden wandelte sich der Autoblick zu einem leichten, belustigten inneren Lächeln, würde ich sagen. Ich weiß nicht mehr, was er mir als Antwort gegeben hat. Also Professor Ohm wirkt nicht ganz so enthusiastisch, aber er versteht Spaß. Also ich würde lieber einen Job haben, in dem ich weniger verdiene, aber dafür mein ganzes Leben Spaß habe. Weiter geht's im Text. Ausschreibung richtet sich an alle Geschlechter. Familiengerechte Hochschule. Was auch immer das bedeutet. Sind die nicht alle familiengerecht? Ich habe dazu mal was recherchiert. Hier ein Hashtag Academic Parents. Sehr schön, was man hier alles findet. When asked if having children is difficult to manage with being a scientist, he responded, no, absolutely not.
That's why you have a wife. Professor Dr. Ingenieur Julia Kowal hat ein Interview gegeben für irgendeine Pressemitteilung zum Thema familiengerecht. Sie steht seit März 2014 Professorin für elektrische Energie, Speichertechnik. Sie war vorher am ISEA bei Professor Dirk-Uwe Sauer. Und sie beschreibt hier ganz schön, wie sie an ihre Professur gekommen ist und wie sie das mit den Kindern gemacht hat. Die Energiespeichertechnik-Professur gab es vorher nicht. Nach ihrer Promotion am ISEA hat sie ihren Sohn bekommen. Dann war sie Oberingenieurin. Dann war sie schwanger mit ihrer Tochter. Die TU Berlin hat freundlicherweise gewartet. Und als die Tochter 5 Monate alt war, hat sie übernommen. Und der Mann hat dann Elternzeit genommen und danach gab es so einen Platz in der TU-Kita, wie das halt so ist. Ne? Und den Sohn hat es auch schon mal in die Vorlesung mitgenommen, aber er hat da ein bisschen genervt mit dem Spielzeug, was er dabei hatte. Ich habe so viel zu dem Thema recherchiert, soll ich daraus ein eigenes Video machen? Ich meine, die 30% vom Video sind schon längst um, bis hierhin schaut ja keiner mehr. Aber es ist natürlich auch ein sensibles Thema. Es ist, glaube ich, gut, dass es keiner schaut, außer diejenigen, die es wirklich interessiert und denen das was bringt. Also lasse ich das einfach hier drin. Weil das ist wichtig. Eine Professorin mit Managementerfahrung, das ist selten. Die zweite Hälfte des Arbeitslebens, Professorin für Betriebswirtschaft in Bielefeld. Als die Kinder kamen, holte sie ihre Eltern ins Haus. Kind oder Karriere sei hier keine Frage, sagen die Detmers. Durch die Unterstützung der Großeltern war beides möglich. Also ich habe ein Büro, in dem ich einfach das Bett oder den Laufstall mit reinstellen kann, in dem auch ein Bobbycar geparkt werden kann, ohne dass es ein Problem ist. Nichtsdestotrotz ist der Alltag natürlich was so ein Balanceakt ist, der gut organisiert werden muss. Kita-Plätze, zusätzlichen Kinderfrauen zu Hause, die einfach mit aushelfen, weil die Großeltern nicht weit weg sind. Den richtigen Mann auswählen. Einen Mann auswählen, der emanzipiert genug ist, mit einer starken Frau an seiner Seite zu leben. Hallo, herzlich willkommen, liebe Studierenden, heute zu Start. Boah, Kevin, gib mir meine Schokolade wieder. Du bist voll doof. Wir wollen heute mal. Doch, gib sie wieder. Kevin, Chantal, jetzt mal leise, ich bin hier in der Vorlesung. Kevin, Mann. Halt die Klappe, geh zu deiner Schwester, hab sie lieb. Oh. Boah, Schatz, kümmer dich doch auch mal um die Kinder. Nie, ja, gleich, ich bin hier in der Vorlesung, hallo. Mann, hier wird nicht geschmissen. Keine Aufnahmen bitte hier, keine Aufnahmen. Ich bin ganz ehrlich. Wenn meine Frau irgendwas einen richtig geilen Job hat und viel Geld verdient, würde ich auch so gerne einfach zu Hause bleiben und mich um Kinder kümmern. Ein Mann kann genauso gut ein Hausmann sein, wie eine Hausfrau sein kann. Ne? Mhm. Weil Männer können auch Kinder erziehen, die sind da nicht zu doof für. Das stimmt. Also ich würde, wenn meine Frau einen richtig guten Job hätte und wir damit reich werden können, würde ich wohl auch Hausmann bleiben. Also nur Doppelverdiener zu sein, reicht auch hier in Niederau-Windeck. Es reicht oftmals wirklich nicht aus. In der Regel ist es so, dass der Eigenkapitalnachweis, den ich von den Familien bekomme, recht, recht hoch ist. Also zu dem Mann, ich schaffe das Geld ran und meine Frau soll sich um die Kinder kümmern, dann sage ich herzlich willkommen im Jahr 2021. Wenn man sich das aufteilt, ist es ja, als würde man aus diesem Fass so diesen Druck rausziehen. Weil wenn Frauen auch arbeiten und auch Geld verdienen, dann ist das ja auch eine Entlastung für den Mann. Beide können von beidem was haben, ja? Eigentlich wird es Zeit, dass wir aus der Suppe aussteigen und dass wir uns nicht mehr als Männer zur Verfügung stellen, um irgendwelche Rollen zu spielen. In diesem Augenblick kommen die Frauen und wünschen sich im Zuge der Gleichberechtigung nichts mehr, als genau dieses Spiel jetzt zu spielen. Das ist schwierig. Also ich bin der Meinung, wir brauchen uns gar nicht anzustrengen, dass wir mit Hilfe von Girls Day und ähnlichen Werbemaßnahmen die Mädchen in die naturwissenschaftlichen Berufe bringen. Die gehen da sowieso hin. Gerade bei den Frauen ist es natürlich so, ich glaube, es ist extrem hilfreich, wenn man es schafft, irgendein Netzwerk zu haben, wo man irgendein Vorbild irgendwo finden kann. Angela is a professor at MIT, a pretty badass chemist, and is running a lab at the Koch Institute for Integrative Cancer Research. And there are more things that Angela does on a daily basis. My typical day, get up at 5 or 5:30. I try and basically just really, really focus. At 7:30, we're able to relax again. We cannot believe how much time we used to have. I see that Angela's success is based on efficient time management and positive energy. But most importantly, she and her husband seem to be a very strong team. He, by the way, is also a very successful scientist and professor at Boston University. They met during their PhD at Harvard. Also ich habe da zu diesem Thema Familienvereinbarkeit überhaupt gar keine Erfahrungen und auch gar keine eigene Meinung, aber ich habe trotzdem das Bedürfnis, so eine andere Seite nochmal gegenüberzustellen. Und ich habe mich dafür entschieden, etwas aus einem TED-Talk zu zitieren. So. Let's talk more about our brains. Our healthy development depends on these top 5 things. 1. Connecting. 2. Talking. 3. Playing. 4. A healthy home. 5. Community. All of this helps our brains and us reach our full potential. Scientists call it serve and return. Daddy, hi. How are you? Interactions early and often matter. Let's see what happens when the connection is taken away. So now he's trying to get his dad's attention again. I know it's important for adults to use their devices sometimes, but kids are hardwired to seek out meaningful connections. Not receiving them causes confusion and stress. Okay, Amjad, please re-engage. Adesri.
The positive relationships with the grown-ups in our lives gives kids the confidence we need to try new things, to explore. It's so much more than just a game. It's our future. Thank you. Man denkt ja immer von außen, dass Professoren total wichtig sind und unersetzbar und immer da sein müssen. Aber nein, so wie ich das recherchiert habe, genießen Professoren eine erhöhte Flexibilität am Arbeitsplatz. Kann ich total bestätigen. Also mein Alter, der kam immer erst mittags oder so und ist dann aber auch mal am Wochenende da gewesen. Ich habe natürlich außerhalb der Vorlesungen eine sehr große zeitliche Flexibilität. Das besonders Reizvolle an unserer Tätigkeit ist die Freiheit von Lehre und Forschung. Also für mich ist es einer der privilegiertesten Jobs, die man, glaube ich, machen kann, weil wir einerseits unglaublich viel Freiheit haben, was die inhaltliche Ausgestaltung angeht, aber auch was die Rahmenbedingungen angeht, wann welche Arbeit gemacht werden muss. Wir haben zwei kleine Kinder, von daher ist das manchmal durchaus herausfordernd. Die Vereinbarkeit von Familie und Professorin ist machbar. Die Freiheit, die ich habe, trotzdem nachmittags meine Kinder abzuholen und dafür dann am Abend oder am Wochenende zu arbeiten, die macht das möglich. Und das schätze ich sehr, dass ich da nicht so gebunden bin. Man hat sehr viel Freiheit. Man kann das forschen, was man forschen will. Was mir am besten in meinem Beruf gefällt, ist das. Die Freiheit, die ich habe, um was auch immer zu machen, was ich machen will. Die Freiheit, meine Forschungsthemen selbst zu wählen und auch, wie ich will, daran arbeiten zu dürfen. Es gibt keine festen Arbeitsstunden, man kann wann auch immer arbeiten, solange es der Resultat gibt. Und man befindet sich in einer Umgebung, die fast ausschließlich aus sehr intelligenten Menschen besteht. Das finde ich extrem wichtig. While I was at home and I had twin babies sleeping, I could actually take Skype calls. If anything, it makes you focus more, it makes you more efficient. It helps you being more focused. Das ist auch ein großer Missstand, wenn du Kollegen hast, die den ganzen Tag nur Schwätzchen halten wollen. Die labern dich von morgens bis abends voll. Du kommst zu gar nichts, ne? Kommt mal der Professor vorbei, tun sie so, als ob sie arbeiten würden. Halt die Klappe, ich versuche mich hier zu konzentrieren und zu fokussieren. Wobei die Kamera hier gerade auf Autofokus steht. Anfängerfehler. Klar, herumalbern und teamfördernde Maßnahmen sind sehr wichtig. Aber nicht all the time and all at once. Und wenn ich sage, dass Professoren gut organisieren können müssen, Stichwort Sekretärinnen, finde ich auch ein bisschen problematisch, wenn die das nicht alleine hinkriegen und es immer alles von den Sekretärinnen und von den Mitarbeitern mitgedacht werden muss. Ein Begriff ist zum Beispiel Mental Load. Folgende lustige Geschichte. Da hatte die Sekretärin die Aufgabe, ein Hotel zu mieten. Und dann gibt es ja für die verschiedenen Länder immer Preislisten, wie viel so ein Hotel kosten darf. Und dann hatte die Sekretärin aus Versehen für den Professor einen Hotelplatz in einem Puff gemietet. Also da konnte man auch übernachten, das war kein Problem. Aber da liefen halt dann halt die ganze Zeit diese nackten Frauen rum, das war für den auch ein bisschen komisch. Da erzählt er heute noch von. Das ist ein gutes Argument dafür, seine Reisen selbst zu planen und zu buchen. Wir verwalten uns hier selbst, also die Professoren organisieren ihr Fachgebiet und stellen Forschungsanträge und so weiter. So der Alltagstrotz, ja, den internen Besprechungen, die man machen muss, damit das Ganze auch sauber läuft. Eine Hochschule muss koordiniert werden. Als Professoren managen wir selbst unsere eigene Hochschule. All dies sind Professoren mit besonderen Aufgaben in der Selbstverwaltung. Ganz wichtiges Thema. Hier steht es, wer das formuliert hat, gewinnt einen Preis. Konvergenz von Wissen, Methoden und Erkenntnissen aller RWTH-Forschungsfelder. In meiner Forschung und Lehre beschäftige ich mich damit, optimale Entscheidungen in komplexen Systemen unter unsicheren Daten zu finden. Fachliches Tiefenwissen in interdisziplinären Forschungsverbünden. Ein dynamisches, kreatives und internationales Umfeld. Netzwerk. Netzwerken ist wichtig, das sollte man nicht unterschätzen. Und als Professor hast du ja auch quasi einen Auftrag, Forschungsprojekte anzuschaffen. Also nicht nur zu beantragen, sondern auch zu den Firmen hinzugehen, zu denen du gute Kontakte hast und da ein paar Industrieprojekte klarzumachen. Wenn ihr sowas sucht, dann müsst ihr gezwungenermaßen eine ältere Person einstellen, die viel Industrieerfahrung hat. Das heißt natürlich nicht, dass wir irgendwelche Inhalte vermitteln, sondern wir stimmen uns durchaus untereinander ab und berücksichtigen auch die Bedürfnisse der Industrie, der Abnehmer unserer Absolventen. Es geschieht durch individuelle Kontakte, die wir mit den Firmen in der Umgebung haben. Und was ich auch oft beobachtet habe, die Leute, die gut bequatschen und reden können, die bringen es oft am weitesten. Ich kenne Leute, die reden viel und viele geschwollene Wörter mit viel Fachausdrücken und die reden das jahrelang, immer dasselbe. Die haben immer nur davon geredet, wie schlau es wäre, das und das zu machen, aber umgesetzt und gemacht haben sie es dann nicht wirklich. Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten. So musst du anscheinend wirklich täglich mit Idioten kontaktieren. Im ersten Moment klingt das natürlich sehr beeindruckend. Aber geht mal zu denen hin, die nicht so viel erzählen und versucht mal ein bisschen aus denen herauszukitzeln. Das Problem ist der Dunning-Kruger-Effekt. Also die Selbsteinschätzung der Menschen ist ungefähr invers proportional zu ihren Fähigkeiten, zu ihrer Intelligenz, zu ihrer Arbeitsmoral zum Beispiel. Hier gibt es ein Problem, da die Leute aus dieser Hälfte glauben, dass sie eigentlich in diese Hälfte gehören und umgekehrt. Was bringt es dir, wenn du die schlauste Person im Raum bist?
Selbstbewusstsein, aber mehr nicht. Potenzialentfaltung. Wenn du die dummste Person im Raum bist, dann kannst du noch von allen anderen lernen. Und am meisten lernst du, wenn die anderen total verschieden sind zu dir selbst. Heutzutage wird immer versucht, alles gleich zu machen, aber die größten Fortschritte im Team werden dann erzielt, wenn verschiedene Persönlichkeiten mit unterschiedlichem Wissen, Ansichten und Talenten zusammenkommen und dann gemeinsam gestalterisch zusammen und mitarbeiten. If we look at research on technological innovation, it shows that increasingly the most impactful patents are not authored by individuals who drill deeper, deeper, deeper into one area of technology, but rather by teams that include individuals who have worked across a large number of different technology classes and often merge things from different domains. Also was mich seit 20 Jahren immer wieder angetrieben hat, das ist die Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis. Ich habe das immer gerne gemacht, mit Leuten zu arbeiten. Leute jetzt ausschließlich auf dem Thema Energie zum Beispiel forschen, sondern sie bündeln die bestehenden wissenschaftlichen Einrichtungen in ihren Fragestellungen. Sie sind eigentlich eher so etwas wie eine Moderation. Wir verbringen sehr viel Zeit beim Planen, was der nächste Schritt ist. Wir schreiben sehr viele Grants, um Geld dafür zu bekommen. Und wir leiten die Gruppe. Das heißt, wir verbringen sehr viel Zeit beim Diskutieren mit Doktoranden und Postdoktoranden und empfehlen ihnen, dies oder das zu machen oder in die eine oder andere Richtung zu forschen. Meiner Meinung nach gibt es drei Sachen, die dir passieren können, wenn du versuchst mitzuarbeiten. Fall 1. Du kommst in ein Team, wo es erlaubt ist, Fragen zu stellen und wo dir auch geholfen wird. Es wird nicht nur addiert, sondern multipliziert, weil alle zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Das ist Fall 1. Fall 2 ist der neutrale Fall. Wenn du in Ruhe gelassen wirst, dir wird zwar nicht geholfen, aber du wirst wenigstens in Ruhe gelassen und kannst alleine arbeiten. Der dritte Fall, den ich schon oft beobachtet habe, dir wird nicht geholfen, du wirst nicht in Ruhe gelassen, sondern du wirst in deiner Arbeit behindert. Alle arbeiten gegeneinander und du bist ja quasi angestellt, weil du mitarbeiten sollst. Das ist ein Konflikt. Aber als Mitarbeiter willst du ja quasi noch etwas. Du willst etwas und zwar deinen Abschluss. Es gibt auch einige, die gehen dann in die Industrie und denken gar nicht daran, ihren Abschluss zu machen. Aber im Grunde genommen bist du ja dann quasi abhängig. Ich muss jetzt möglichst gut dastehen, damit ich meinen Abschluss kriege, weil immer noch irgendwie mitschwingt. Es können nicht alle die beste Note bekommen, sondern es muss irgendwie ausgewogen sein. Und wenn ich gerne die beste Note bekommen will, dann müssen alle anderen viel schlechter dastehen als ich, sonst wird das nichts mehr. Und meine Vermutung ist es, dass es dazu zum unnötigen Konkurrenzkampf kommt. Wenn man immer nur bedeutsam sein will und immer nur als Bester dastehen will. Das ist alles fake, alles nur eine Show, ein Charakter, den man spielt, weil man bedeutsam sein will. Im Zusammensein mit den anderen brauchen die stärker als die Frauen etwas, was ihnen Halt gibt. Und das, was ihnen am meisten Halt gibt, ist Anerkennung oder Bedeutsamkeit. Deshalb streben Männer so furchtbar nach Bedeutsamkeit. Wir werden in einer gewissen Weise als Männer auch von der Gesellschaft benutzt, dem uns eingeredet wird, zu jeder Zeit ist das dann was anderes, wie man am besten möglichst schnell bedeutsam wird. Zu meiner Zeit sollte man noch Wissenschaftler werden, davor war es Ingenieur oder und dann kommen die schönen, furchtbaren Zeiten, wo man Soldat und Offizier werden musste, um Anerkennung zu finden und von den Frauen begehrt zu sein. Deshalb ist das für Jungs tausendmal attraktiver als für die Mädchen, sich selbst Bedeutung zu verschaffen, indem sie einen Beruf anstreben, der heißt, ich möchte Professor in Physik werden oder Mathematik oder Chemie oder sowas. Im Augenblick muss man da YouTuber werden oder sowas. Auf YouTube kann man aber viel größeres Publikum viel schneller erreichen. Wenn man offline in einem Hörsaal unterrichtet, sogar vor vielen Leuten, ist die Reichweite wirklich anders. Im Hörsaal sind 200 Zuschauerinnen und Zuschauer schon sehr viel. Schon am Anfang, nach meinen ersten Videos, bekam ich hunderte Views pro Tag. Für YouTube das ist nichts, aber schon viel mehr als hunderte Views pro Semester in einem Hörsaal. Und wie findest du es? Das ist mein erstes Lehrvideo und damit gehe ich jetzt auf YouTube. Ich gehe unter die YouTuber. YouTube-Kanäle haben sehr wenige Professorinnen und Professoren. Fast keine. Aber zwischen einem wissenschaftlichen Paper und einem YouTube-Video ist noch viel Raum. Das trifft bei weitem nicht auf alle zu. Es gibt auch ganz viele, die brauchen das, diese Arbeit. Die haben Spaß an dieser Arbeit. Aber es gibt auch ganz klar Typen, die sehen das als Karriereweg. Wie wird man Physikprofessor? Heute sprechen wir über Karriere in Naturwissenschaften. Das ist dein Leben. Mit 65 oder 67 geht man normalerweise in Europa in Pension. Hier dreht man ausschließlich YouTube-Videos. Das Problem ist, wenn man diese Stelle erreicht, ist man ziemlich oft 45 oder 50 Jahre alt und es bleiben 15 Jahre bis Pension. Es gibt nicht den Weg zur Professur. Hier steht was ganz Interessantes in der Ausschreibung und zwar, auf Wunsch kann eine Teilzeitbeschäftigung ermöglicht werden. Und ich denke, dass eine Teilzeitbeschäftigung für viele Probleme im Leben und auf der Welt die Lösung ist für die Zukunft. Ich denke, dass das ein sehr gutes Konzept ist, wenn eine Vollzeitstelle auf zwei aufgeteilt wird, weil das auch so ein bisschen den Druck nimmt. Das nimmt den Druck, dass man nicht unersetzbar ist. So könnten die sich dann auch gegenseitig unterstützen, wenn mal einer krank ist, bei einer Vorlesung oder wenn irgendwelche Termine korrelieren, dann gehst du zu dieser Konferenz, du gehst auf diese Dienstreise, ich halte hier so lange die Stellung. Und wenn du nur nach heute
heutigem Maßstab Halbzeit arbeitest, dann hast du auch den Kopf freier. Vorausgesetzt, dass du deine freie Zeit dann nicht für noch weitere Projekte in Anspruch nimmst, gehe ich mal davon aus, dass man bei einer Halbzeitstelle den Kopf freier hat. Mehr Zeit zum Probleme lösen, mehr Zeit, dich auf eine Sache zu konzentrieren und nicht zu viele Sachen parallel zu machen, aus denen dann nichts wird, sondern nur eine Sache, aus der ganz viel werden kann. Denn woher nimmst du deine Ideen? Wann kommen dir die besten Ideen? Wenn du Zeit hast, nachzudenken. Und wenn du nicht dauernd mit mehr Informationen und neuen Problemen zugeschüttet wirst. Finde ich eine gute Sache, ihr solltet euch das wirklich überlegen. Und wenn hier steht, die ausgeschriebene Professur wird gemeinschaftlich geleitet, weil das Themenfeld gerade so stark floriert, dass es nochmal weiter aufgeteilt werden kann. Große Herausforderung für die Zukunft, Stichwort Energiewende. Forschung versteht sich aus sich selbst heraus, aber Forschung ist heute auch der Treiber für gesellschaftliche Entwicklung. Have you met science? Gesellschaft braucht Wissenschaft. Wenn man jetzt mal ausgeht von den großen Herausforderungen, die wir heute haben, denken Sie an den Klimawandel zum Beispiel. Ja, man kann nicht alles machen, also teilt euch das auf, ist ein guter Weg. Interdisziplinäre Forschungskultur und Zusammenarbeit. Entwicklung innovativer didaktischer Konzepte wird erwartet. Didaktik. Der Beruf des Professors ist ein bunter und vielfältiger. We know three things about intelligence. One, it's diverse. We think about the world in all the ways that we experience it. We think visually, we think in sound, we think kinesthetically, we think in abstract terms, we think in movement. Secondly, intelligence is dynamic. Creativity, which I define as the process of having original ideas that have value, more often than not, comes about through the interaction of different disciplinary ways of seeing things. Aber ich finde diese Voraussetzung hier schon ziemlich hart. Wer soll denn das alles in seiner Lebenszeit erfüllen können? Abgeschlossenes Studium, Promotion und zusätzlich wissenschaftliche Leistungen, zum Beispiel durch Habilitation im Rahmen einer Juniorprofessur, dann hast du aber keine Industrieerfahrung, oder? Einer wissenschaftlichen Tätigkeit an einer Hochschule, Forschungseinrichtung, in Wirtschaft, Verwaltung oder einem anderen gesellschaftlichen Bereich. Wer soll denn das alles in seiner Lebenszeit schaffen? Eine unbefristete Full-Professor-Stelle bekommen. Das habe ich hier mit 34 bekommen. Das ist aber ein bisschen früher als Durchschnitt. In the next 30 years, according to UNESCO, more people worldwide will be graduating through education than since the beginning of history. Suddenly, degrees aren't worth anything. Isn't that true? When I was a student, if you had a degree, you had a job. If you didn't have a job, it's because you didn't want one. Eine gute Ausbildung lohnt sich immer, zahlt sich immer aus. Das sind Fragen über Fragen, wo die RWTH wirklich Beiträge leisten kann und ich meine auch Beiträge leisten muss. Bei allem, was wir jetzt gesehen haben, ist ein großer Punkt. Hier, wir suchen eine Persönlichkeit. Es wird eine Persönlichkeit gesucht. Die Formulierung ist eigentlich perfekt. Ich muss nicht mehr viel dazu sagen. Fachwissen und Industriekontakte sind erstmal nicht so wichtig. Hauptsache, ihr habt eine gute Persönlichkeit stehen. Ja, hallo, liebe Studierenden. Nicht vorbereitet? Hashtag Semester gelaufen, sag ich nur. Peace, Prof. Von wegen Peace. Mega Peace. Der Blindspot ist Authentizität. Dieses Gefühl, dass da jemand von zu Hause ein Video in seinem Zimmer aufnimmt und ein echter Mensch ist. Authentizität, die kriegen wir eben nur, wenn wir das Menschliche in die Wissenschaft bringen. Ich persönlich bin als Professor extrem glücklich. Das heißt, dieser Job ist genau das, was ich beruflich tun möchte, als auch sie passt sehr gut meine Persönlichkeit, finde ich, und meinem Lebensstil. Von mir aus sehe ich bestimmte Parallelen zwischen Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler zu sein und zum Beispiel Künstlerin oder Künstler zu sein. Ein Professor, der sich seine Persönlichkeit, seine Menschlichkeit bewahrt hat und nicht einfach nur nach mehr Bedeutung in seinem Leben sucht. Ich finde, gute Menschenkenntnis und die Fähigkeit, ein Team ausgewogen und gut zielführend zu leiten, ist viel mehr wert als das ganze Fachwissen, Praxiserfahrung und sein Netzwerk. Weil das kann man ja alles noch aufbauen, aber eine Persönlichkeit noch so ändern, das ist schwierig. Schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig. Man kann die Formel jetzt noch erweitern um eine Konstante. Die Persönlichkeit. Und verschiedene Menschen haben verschiedene Kurven. Also, für ein besseres Arbeitsklima und mehr Potenzialentfaltung an deutschen Universitäten, Professoren, Forschungseinrichtungen oder Instituten. Ich finde, ich als Professor, ich als Professor will meine Anlagen optimal entwickeln und meinen Mitarbeitern und Studenten und allen anderen Leuten im Allgemeinen dabei helfen, ihre Potenziale optimal zu entfalten. Ich will meine Anlagen, Talente stärken, optimal ausbauen und ich will den Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch helfen, das zu tun, so sie das wollen. Wir wollen ja niemanden zwingen dazu. Jedes Kind hat das Recht oder sollte die Möglichkeit bekommen, dass es sich so entfalten kann, dass alles, was es an Talenten und Begabung in sich trägt, auch wirklich rausbringen kann. Das würde ich mir wünschen für alle Mitarbeiterteams da draußen. Ihr macht das schon. Ihr seid gut. Sorgt dafür, dass ihr euch die guten Muster bewahrt. Wenn man Sachen anderen Leuten erklärt, dann versteht man es selbst auch besser. Für die Gesellschaft, für alle Leute, die euch auch mitfinanzieren. Durch die Steuergelder. Spaß an der Lehre haben, an dem Wissen vermitteln. Es ist nicht nur ein Nehmen, sondern auch ein Geben. Das würde ich mir wünschen, das wollte ich jetzt loswerden. Anstatt es noch ewig in mich hineinzufressen. Auf Wiedersehen, bleibt sicher, bleibt sauber und seid eine starke Persönlichkeit.
Ich triggere alle Persönlichkeiten da draußen. Meldet euch bei Professor Ohm. Der hat total viel Spaß bei seiner Arbeit.